heute haben wir wieder ein kleines Abenteuer vor. Geiles mit dem Dutch-Ofen und übernachten draußen. Da bin ich jetzt gespannt. Trauen wir das noch mit drauf? Kerbe reinmachen. Es ist ein riesen Stamm. Schön locker fluffig. Ja, da kannst du jetzt einfach schauen. 1,5 Kilo Spare Ribs. Genau, da habe ich nämlich schon mal alles vorgeschnitten. Wir schauen rein. Boah, ist das ein zartes Fleisch. Gute Nacht. MREs von der US Army. Zum Wohle. Hey Leute, mein Name ist Timo und willkommen auf dem Surao-Kanal. Heute haben wir wieder ein kleines Abenteuer vor. Ich habe neue Ausrüstung, die möchte ich heute testen. Wir kochen heute quasi was Geiles mit dem Dutch-Ofen und übernachten draußen. Dann will ich nicht weiter rumlabern, würde sagen, los geht's. So, ja, ihr kennt den Ort wahrscheinlich. Das ist hier das Waldstück, das mir zur Verfügung gestellt wurde, wo auch schon das Buffkraftlager war, wo wir das Tipi letztes Mal gemacht haben. Da bauen wir heute unser Setup auf. Einfach ganz normal Tarp spannen, Dreibeine aufbauen. Mit dabei ist auch der Marcel, ein sehr, sehr guter Kumpel von mir. Ja, dann zeige ich euch schon mal ein bisschen was, was ich heute so dabei habe. Schon mal ganz grob, später dann noch mal ein bisschen feiner. Also zuallererst, die kennt ihr schon von Miltec. Die Sturmlaterne, die feiere ich. Die habe ich immer eigentlich dabei, wenn ich draußen übernachte. Ich habe hier so extra Molle-Befestigungen von MFH. Die habe ich jetzt mal genutzt, um das hier festzumachen. Und das Ganze hier ist meine neue Säge. Die zeige ich euch dann auch, wenn wir Feuerholz machen. Geil, da kann man halt auch nochmal extra alles Mögliche festmachen, worauf man Bock hat. Dann, was auch neu ist, das Beil von Miltec. Das wurde mir auch empfohlen. Das habe ich auch selber nochmal nachgeschärft. Ihr wisst, Äxte kommen meistens nicht komplett rasiermesserscharf. Unsere hauseigene Isomatte, Erste-Hilfe-Set. Und natürlich unser Tactical 5. Miltec Schlafsack. Ich habe heute auch keinen Biwaksack dabei. Das probieren wir nämlich heute auch, ohne Biwaksack draußen zu schlafen. Die werden wir heute auch für den Dutch-Ofen brauchen, wenn ich sie rauskriege. Bundeswehr Klappspaten. Das waren schon mal die Dinge, die hier draußen alle am Rucksack dran waren. Den Rest zeige ich euch dann, wenn ich es benutze. Okay, dann geht es jetzt an den Tarpaufbau. Da habe ich wieder meine MFH-Mehrzweckplane. Da habe ich, wie schon gesagt, die Schnüre dran. Die werden wir heute auch wieder brauchen, weil wir uns selber Heringe schnitzen und dann reinhauen in den Boden. Ja, ich mache einfach so einen ganz normalen Pultdachaufbau, glaube ich, heute. Mache ich zuerst. Okay, wir machen zuerst die Holzheringe. Dazu brauchen wir natürlich die Säge. Und da bin ich jetzt mega gespannt, weil die probiere ich jetzt heute das allererste Mal aus und baue die mal mit euch zusammen. Ich zeige euch jetzt zuerst mal unsere Säge. Dazu habe ich von MFH unsere neue Säge. Da bin ich jetzt gespannt. So eine klassische Bügelsäge nämlich. Dazu schrauben wir auf einer Seite einfach mal auf, komplett. Das Ganze ist nämlich top verpackt. So, dann bauen wir die mal zusammen. Wir haben hier einmal das Sägeblatt. Das hier sind die Bodenstücke. Da kommt zuallererst das Teil mal rein. So ein Aufbau muss natürlich geübt sein. Dann das Sägeblatt. Einmal, zweimal. Dann schieben wir unten jetzt, ohne dass es zusammenfällt, den Schraubbügel da noch durch. Und auf der anderen Seite schrauben wir das noch mit drauf. Alles schön fest verschrauben. Und schon ist das auf Spannung. Und schon haben wir hier unsere fertige Bügelsäge mit einem Mini-Packmaß und Mini-Gewicht. Mega geil. So, den Trick mit die Beine. Kennt bestimmt schon jeder von euch beim Sägen. Boah, okay, das geht echt schnell. Also das geht schon mal wie Butter für solche kleinen Dinger hier zum Durchsägen. Da schnitzen wir uns jetzt noch so eine Kerbe rein. Dann haben wir da schon mal für unsere Schnur und so die Holzheringe. Habe jetzt übrigens endlich mal meine Messer geschliffen alle. Mit dem Miltec Schleifset hat super funktioniert. Noch eine kleine Kerbe reinmachen.
Also, dass die Kerbe auf der Seite ist. Ja, das ist so. Ja. Genau. Okay, wir sind jetzt hier an den Bäumen vorbei. Das heißt, eigentlich müssten wir die Heringe noch weiter hinten reinhauen. Bevor wir das Ganze jetzt nochmal rausreißen, habe ich mir gedacht, wir machen es heute mal anders. Wir machen heute das Tarp quasi an zwei Stöcken fest, an zwei Ästen fest. Boah, das geht super. So, darf ich vorstellen, unser Tarpaufbau. Ein Schönheitswettbewerb gewinnt er zwar nicht, aber er erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck. Schön gespannt alles. Ja, es musste halt so sein, weil die zwei Bäume, das sieht man jetzt vielleicht auf dem Video gar nicht, die sind unterschiedlich von der Position her. Gut, das Tarp steht, dann ist jetzt Zeit, Feuerholz zu machen. Und dafür nehmen wir den fetten Drügel hier, am besten zu zweit, auf die Schulter, oder? Okay, dann würde ich sagen, schauen wir mal, was die Säge wirklich kann. Anhand von diesem fetten Stamm hier. Geht auf jeden Fall gut durchs Holz durch. Kann man nichts sagen. Meine Jacke ausziehen. So, was ich hier jetzt dazu sagen muss, ihr seht es wahrscheinlich im Video, hier oben geht jetzt dann der Bügel an, das heißt, das ist halt so der einzigste Nachteil, das ist halt die maximale Größe, was man damit sägen kann. Es ist ein riesen Stamm, wo die meisten anderen wahrscheinlich schon eine Kettensäge am liebsten nehmen würden. Beziehungsweise man kann ja den Stamm auch noch drehen. Das geht dann eigentlich auch noch ganz gut. Na gut, dann sägen wir den mal zusammen und dann geht es weiter ans Spalten. Okay Leute, wir haben es geschafft und jetzt wird das Holz gespalten. Auf geht's. Schauen wir mal, wie sich das Miltec bei macht beim Spalten. Gut, das sind halt jetzt echt fette Prügel. Das war nix. Immer schön breitbeinig hinstellen. Okay, logisch, ne? Mit einem Schlag, da braucht man schon eine richtige Spaltaxt und zwei Hände. Aber wenn wir jetzt ab nacharbeiten, geht es easy durch. Wir sind jetzt fix und fertig. Das war jetzt ein richtiger Kampf, das zu spalten. Wir haben das einfach viel zu lang gesägt. Und das Holz ist auch so verfranst. Das war jetzt echt ein kleiner Kampf. Aber wir haben es geschafft. Und ich glaube, das Feuerholz, das müsste auf jeden Fall reichen. Das ist unsere Ausbeute. Für einen Overnight echt ein bisschen viel, glaube ich. Aber naja, lieber zu viel als zu wenig. Übrigens, Leute, habe ich jetzt eine neue Feldflasche. Schaut euch das mal an. Die ist ziemlich cool, weil wenn die leer ist, kann man die so nach innen drücken. Geht jetzt gerade nicht. Dann ist sie nur noch so groß. Hier so. Und einen Kompass hat man auch noch. Aber den habe ich hier
In Armbanduhrformat. So, wir begeben uns jetzt auf die Suche nach Kienspan. Ja. Boah, das hat man beim Sägen schon gerochen. Schaut euch das an. Perfekt. Dann nehme ich jetzt noch einen zweiten, weil ich mache wieder so eine Kienspan-Fackel. Ja, haben wir schon. So schnell geht's. Und schade, dass ihr das nicht riechen könnt, weil das riecht einfach nur herrlich. Marcel und ich haben jetzt mal den Kienspan noch ein bisschen zurechtgeschnitzt. Das schaut richtig geil aus. Das ist richtig schöner Kienspan. Dann geht es auch langsam ans Feuer machen. Davor möchte ich euch noch was zeigen. Unsere Messerschleifer. Hier oben ist fürs Grobe und unten haben wir dann so Keramik. Ich hoffe, das fokussiert. Ja, ja, fürs Feine dann. Und das heißt, wir ziehen da einfach ganz easy unser Messer durch, immer wieder. Ich mache das immer gerne am Boden, dass ich das so hinstelle. Dann ein bisschen mit Druck das Ganze mache. Weil das haben wir jetzt bei Kienspan, wird das ganz gerne und schnell mal stumpf. Und ja, und das ziehen wir da einfach ein paar Mal durch. Dann beim Feinen. So, und dann müsste es eigentlich wieder so scharf sein, dass wir uns damit rasieren können, wenn man es richtig macht. Und schaut mal. Ich hoffe, man sieht's. Da sind schon wieder meine Haare dran. So schnell hat man das Messer wieder scharf. Okay, dann würde ich sagen, geht's jetzt ans Feuer machen. So, ihr kennt meinen Trick. Oder auch nicht. Ich mache mir gern immer so eine Kienspanfackel. Das heißt, ich trenne das hier zweimal auf. Und zweimal. Da kann man dann dazwischen auch nochmal so einen kleinen Stock oder sowas hauen. Und durch dieses Aufspalten hier dann das Feuer richtig schöne Fläche, um anzugreifen. Das kommt dann aufs Reisig dann drauf am Ende. Wir haben jetzt hier ein neues Tool, das möchte ich euch mal zeigen. Und zwar so ein Feuerstarter-Set. Da haben wir hier wie so eine Käseraspel, wo man sich den Zunder zusammenraspeln kann. Das macht man dann auf, da drin hat man dann den Zunder. Ja, und ganz normal ein Feuerstahl, wo man auch gleich hiermit zünden kann. Dazu nehmen wir jetzt den Kienspan und raspeln den da einfach mal rein. Schauen wir mal. Oh, leck, schau mal. Mhm. Das ist geil. Einfach mal eine Kienspanraspel. Leute, bitte auf jeden Fall nicht hier drin Feuer machen, weil das ist Plastik. Dann nehme ich jetzt mal die Innenseite von der Birkenrinde. Wow, okay. Dann entzünden wir das Ganze mal. So. Falsch rum, glaube ich, oder? Doch so. Jawohl. Wo ist denn diese Fackel? Hier. Kienspanfackel. Haben wir auch noch mit rein. Da haben wir das zweite Paket erst drauf. So. Schön locker fluffig, dass ich das Feuer hocharbeiten kann. Und innen oben drauf noch die Kienspanfackel zur Sicherheit. Wenn die einmal brennt, dann hat man es eh geschafft. Auch wenn man jetzt nicht so geübt ist, mit dem Teil geht es auf jeden Fall easy. Bis das Feuer so richtig schön brennt, richten wir jetzt unseren Schlafplatz mal her. Dann ist nur noch der Fokus auf Feuer und Kochen. So, ich habe unsere hauseigene Surao Isomatte. Die ist ganz einfach. Die breitet man einfach aus. Wie liegen wir denn überhaupt? Mit dem Kopf da oder mit dem Kopf da? Mit dem Kopf da, oder? Da hinten mit dem Kopf drin? Ja, ist gemütlicher, oder? Da haben wir hier quasi noch ein Kopfkissen mit dabei. Das pumpe ich immer gern ein bisschen mit auf. Aber nur ein bisschen. Mein Tactical 5 Schlafsack von Miltec. Der ist top für so kalte Temperaturen. Der T5, der hat, glaube ich, eine Komforttemperatur. Genau, Komfort 0 Grad. Extremtemperatur minus 23 Grad. Fertig ist mein Schlafsetup. Ich probiere nämlich heute mal, ob das Ganze auch ohne Biwaksack geht. Wegen Tau und Nässe und sowas. Wir werden sehen. So, und der Marcel hat heute die Ehre. Der darf heute auf dem Feldbett schlafen von uns. Auf dem Surao-Feldbett. Das haben wir heute mitgenommen. Und das bauen wir jetzt mal zusammen auf.
Das ist schon mal falsch. Das ist schon mal falsch. Aber fast. Das Feldberg hat einfach nur so ein kleines Packmaß. Das ist mega geil. Wir haben der Aufbau sind quasi solche wie so Zeltstangen, ne? Die klappt man auseinander. Und dann schiebt man das Ganze hier einfach durch. Genau, und hier ist dann diese Schlaufe. Genau, da geht es einfach so rein. Jetzt kommt quasi immer da, wo diese Löcher sind, diese Teile dann rein. Ja, und wir haben ja hier überall diese Aussparungen. Da kommen jetzt diese Teile hier dran. Die klipsen wir da einfach hin. Das Ganze ist dann so richtig krass auf Klemmung. Aber dafür hält das Ganze wirklich was aus. Leck! Jetzt. Da kann man sich auch zu zweit easy drauf hocken, das hält es locker aus. Ja, da kannst du jetzt einfach schon drauf hocken. Ja, easy. Ja, der Marcel haut jetzt noch seinen Schlafsack drauf und dann ist unser Schlafsetup schon mal fertig. Dann geht's zum Feuer. Okay, Leute. So, das Feuer brennt. Langsam haben wir auch unten eine Glut, die wir dann für den Deckel brauchen. Und ich werde jetzt unsere 1,5 Kilo Spare Ribs, schaut es euch an, werde ich jetzt marinieren. Und was man bei Spare Ribs immer macht, dazu nehme ich wieder mein Taschenmesserbesteck, das ich übrigens wirklich immer noch liebe. Hat mich immer noch nicht enttäuscht und wird wahrscheinlich auch nicht passieren. Dazu machen wir oben diese weiße Haut weg. Das macht man ja immer bei Spare Ribs. Da ist hier immer so eine weiße Haut und die macht man ganz einfach mit einem Löffel weg, damit man das Fleisch nicht so zerschneidet. Ja, das ist so eine Haut, die macht man runter, keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, schon mal Spare Ribs auch in einem Restaurant gegessen, wo die Haut noch mit dran war. Das filme ich jetzt nicht mit, weil ich glaube, das ist für euch langweilig, wenn ich das jetzt 7-mal mache. Deswegen sehen wir uns gleich. Gut, wir haben jetzt überall mühselig die Haut weggemacht. Jetzt wird es an der Zeit, das Ganze zu würzen. Dazu haben wir einmal Barbecue-Soße, Öl, das ist dann für den Ofen. Und hier unseren Track-and-Eat-Gewürzstreuer. Da haben wir alles drinnen, Knoblauch, Curry, Pfeffer. Wir nehmen jetzt nur Salz, Pfeffer und Paprika, das reicht. Ein bisschen Curry noch und würzen das Ganze einfach mal. Nehmen wir mal den Dutch-Ofen. Hier habe ich aus Griechenland noch ein Senf und Thymian. Nur ein bisschen. Dieser Behälter, ja, da blende ich euch jetzt auch gleich mal ein, was das genau ist und wie das bei uns im Shop aussieht. Der ist mega geil. Den kann man nämlich hier einfach so, das ist glaube ich ganz unten. Genau, da habe ich nämlich schon mal alles vorgeschnitten. Zwiebeln, Paprika, Karotten, Kartoffeln. Und den kann man hier einfach so zumachen. Und dann tragen. Und der hält. Den kann man einfach in den Rucksack ballern. Den hatte ich auch schräg im Rucksack drin. Ziemlich geil, um Nahrung zu transportieren. Wir schauen, dass wir das jetzt so schichtmäßig machen. Eigentlich könnte das sogar funktionieren, oder? Was denkst du? Ich hau jetzt einfach alles mal rein. Schaut doch gut aus. Oh nein, ich Trottel. Ich bin so ein Vollidiot. So, wo kommt das hin? Unten oder was? Nee. Spare Ribs damit einreiben. Okay, Leute, ich melde mich mal gleich nochmal zurück. Ich habe die Barbecue-Soße vergessen. Da kommt jetzt einfach Barbecue-Soße drüber, was geht. Ich muss mir danach auf jeden Fall die Hände waschen, weil die reibe ich jetzt da einfach ein. Damit. So wie man es halt macht, ne, bei Spare Ribs. Kannst du mir das immer drauf tun? Gut, wenn einer saubere Hände hat. Reicht schon? Danke. Wenn einer saubere Hände hat. Okay, so schaut es bis jetzt aus. Ich bin ja mal gespannt. Und zu guter Letzt kommt noch das Dunkelbier drüber. Eine komplette Flasche. Dann der Deckel drauf. Und dann hängen wir das Ganze in den Kessel übers Feuer. Tiefer ein bisschen, oder? Ja. Das Ganze dauert jetzt circa 2 Stunden. Natürlich tun wir zwischendrin immer wieder mal runterheben oder mal einen Deckel heben und nachschauen. Aber das sollte jetzt so 2 Stunden dauern, dann ist das Ganze fertig. Wir haben schon mega Hunger, aber müssen jetzt leider
geduldig sein. Was noch wichtig ist beim Dutch Oven, dass natürlich die Hitze nicht nur von unten kommt, sondern auch von oben. Deswegen nehmen wir jetzt hier einfach immer wieder die Kohle und hauen die oben drauf. Die müssen wir auch immer wieder auswechseln. So, das reicht erstmal. Ja, und jetzt müssen wir mal zwei Stündchen warten. Okay, Leute, es ist soweit. Das Ganze war jetzt circa 2 Stunden auf dem Kessel. Das nehmen wir jetzt runter und ich bin mega gespannt, wie es da drin aussieht. Ich habe ein bisschen Angst, aber ich glaube, das wird richtig geil. Auf geht's. The stage is yours. Yeah. Stell's einfach da am besten hin. Okay. So schaut es bis jetzt aus. Die Asche, die hier ist, muss weg. Oh, es riecht schon krass daraus. Wir schauen rein. Boah. Okay, Leute. Krass, krass. Das schaut heftig aus. Ich hoffe, ihr seht es auf der Kamera so, wie es ich sehe. Vielleicht mache ich ein bisschen dunkler. Wow. Okay, das schaut sehr, sehr heftig aus. Boah, okay, die sind richtig zart. Schau dir das an. Sehr nice. Uff. Boah, like, das riecht schon wirklich wie im Restaurant. Ach du Scheiße. Egal. Boah. Boah, ist das ein zartes Fleisch. Boah. Leute, ich kann gerade gar nicht reden, weil es einfach zu geil schmeckt. Es fällt einfach wirklich, schaut euch das an, es fällt einfach vom Knochen runter. Boah, ich esse gleich den Knochen mit. Ich probiere jetzt noch schnell auch mal so eine Kartoffel, wie die so schmeckt von der Würze her. Die Kartoffeln sind auch so bräunlich, richtig. Also wirklich perfekt einfach geworden. Mhm. Geil. Also ich kann jetzt gerade einfach nicht viel dazu sagen, weil ich komplett überwältigt bin von diesem Essen. Ich habe es euch jetzt gezeigt gerade. Es ist wirklich göttlich. So richtig viel geiler, als ich es mir vorgestellt habe noch. Und ich muss das jetzt einfach genießen. Wir essen jetzt. Dann melde ich mich mal nochmal zurück. Ja, das Ganze war jetzt 2 Stunden drin. Wir haben es jetzt so gemacht, wir haben immer wieder nachgeschürt, dass da wirklich eine gute Flamme ist. Und haben die Kohle insgesamt jetzt in diesen 2 Stunden 3-mal gewechselt. Also 3-mal wieder frische Kohle drauf. Und das hat perfekt gereicht. Natürlich einmal noch so ein Zwischenmal reinschauen, wie es sich da so entwickelt. Aber mehr muss man nicht machen. Der Rest, das köchelt alles vor sich selber hin. Okay. Wir haben tatsächlich den ganzen Topf leer gegessen und ich bin voll gegessen. Ich kann eigentlich gar nicht mehr reden. Ich bin wirklich voll gegessen bis zum geht nicht mehr. Von Ace Camp unsere magischen Tücher. Und die will ich euch jetzt nochmal zeigen, wenn ihr es nicht schon gesehen habt. Die machen wir jetzt erstmal auf. Moment, es ist schon wieder überbelichtet. So, das sind jetzt wie solche kleinen Tabletten hier. Die kosten übrigens nur 50 Cent. Da haben wir jetzt Wasser drüber. Dann gehen die auf. Von der anderen Seite nochmal ein bisschen. Dann kann man die hier so aufwickeln. Dann hat man hier so ein stabiles, die sind auch echt, hört ihr das? Die sind richtig stabil, die Dinger. Ein Tuch. Damit kann ich mir meinen Mund abputzen, endlich mal. Weil ich habe, glaube ich, gegessen wie ein Schwein. Und die dreckigen Hände, die schauen auch aus. Auch endlich mal putzen. Man hat richtig gute Feuchttücher am Start. Richtig praktisch. Das finde ich mega gut. Es ist soweit. Wir liegen in den Schlafsäcken. Jetzt wird geschlafen und hoffen, dass wir eine ruhige Nacht haben und gut schlafen können. Vorhin haben wir schon irgendein größeres Tier gehört, wo so Äste hier gebrochen sind und so. Es ist ziemlich unruhig heute hier im Wald. Eigentlich ungewöhnlich für diesen Wald hier. Hier brennt noch das Feuer und die Lampe lassen wir natürlich auch an. Dann würde ich sagen, gute Nacht und bis morgen früh. Einen wunderschönen guten Morgen. Sorry. Boah, die Nacht ist vorbei. Ich bin noch nicht mal richtig wach, aber ich schmeiß trotzdem schon mal die Kamera an. Ja, ich musste nachts tatsächlich meinen Schlafsack ein bisschen aufmachen, weil es mir zu warm war. Also der ist echt richtig geil warm in der Früh. Ja, ansonsten war die Nacht echt ziemlich ruhig und entspannt. Marcel hat auch saugut geschlafen auf dem Feldbett. Jetzt werden wir mal langsam erstmal wach und dann gibt's Frühstück. Wir machen jetzt wieder Feuer. Dazu habe ich hier wieder mein Set.
parat, meine Feuerkäsereibe. So Leute, wir haben hier unseren Spiritusbrenner. Damit machen wir jetzt unseren Kaffee. Das geht dann, glaube ich, ein bisschen schneller als jetzt mit dem Feuer. Einmal habe ich hier noch so eine Halterung, das gibt es auch alles bei uns im Shop. Da haue ich den rein. Und dazu haben wir unser Brenngel. So schaut das Ganze aus. Das hauen wir da rein. Einen Kaffee habe ich noch aus den guten alten MREs von der US Army. Wie möchtest du denn dann Kaffee? Willst du mit oder ohne Zucker? Ja. Alles, das volle Paket. Okay. Ja, und so lassen wir jetzt unseren Kaffee köcheln. So, ich mache jetzt noch Frühstück, Leute. Dazu mache ich einfach ein paar Rühreier. Habe ich von gestern extra noch Zwiebeln aufgehoben. Die haben wir da noch mit rein. Und sogar noch ein bisschen Paprika haben wir auch. Einfach so, easy. Frühstück ist fertig. Schaut doch geil aus, oder? Dann zum Wohle. Oh, geil. Ich lieb's einfach immer wieder in der Früh draußen aufzuwachen und einfach draußen einen warmen Kaffee zu trinken. Das ist einfach jedes Mal ein Erlebnis für sich. Okay, Leute, ich trinke jetzt noch meinen Kaffee. Dann räumen wir hier alles sauber wieder auf, weil auch im Wald überall immer so hinterlassen, wie man es vorgefunden hat. Ja Leute, dann sind wir wieder am Ende vom Video angelangt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, gebt gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, dann drückt unbedingt auf Abonnieren. Alle Produkte, die ihr heute gesehen habt, findet ihr bei uns im Shop unter www.surau.de. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal.